Guten Morgen, ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 21. Oktober 2019. Wie immer interessieren am meisten die Nachrichten aus Solingen, speziell die aus dem Bezirk Höhscheid. So, das Titelbild ist: Bundesliga, Gladbach verliert mit dem BVB und bleibt doch Spitzenreiter. Titelgeschichte ist 100 Flugausfälle durch Streiks bei Lufthansa-Töchtern. So. Keine Briefe mehr am Montag. Wenn die Post samstags mir Briefe zustellt, darf sie am Montag ganz darauf verzichten. Das schlägt die FDP an spätestens. An der Stelle sind wir wieder im Schwachsinn angekommen. Auf dem Titel heißt es zum Thema Solingen: Zahl der Pflegeplätze wächst in Solingen. Solingen sind Kurzzeitpflegeplätze gefragt. Die Stadt und Rittersport agieren. Die Stadt und Rittersport agieren. Da steht wirklich nur agieren in Nicaragua. Bergischer HC muss sich mit Remis begnügen. So, hier ist schon mal. Der Lokalteil, ein Blick auf die Karikaturen. Es geht wirklich mal wieder um Europa. Man sieht da Europa und den Stier auf der Couch. Auf dem Fernseher steht To Be Continued und dann, boah, bin ich froh, wenn diese Brexit-Serie endlich aus ist. Ich habe gehört, sie drehen schon die nächste Staffel. Naja, kann man so machen. Ist farbig. Auf dem Titel stand auch was zum Thema Brexit. So, daneben ist Dämpfer für Söder, Rückenwind für AKK. Gewalt nicht mehr. Ach, AKK ist eine Tippe. Gewalt in hilft Katalanen nicht. Die politische Geschichte auf Seite 2 ist Unmut über Trump bei den Republikanern wächst stetig und Netanyahu ringt um Regierungsbilanz. Naja, das ist nicht so schön. Das passt auch nicht alles zusammen. Das sieht nicht aus wie zusammengestellt und aus einem Guss. Seite 3 ist Demo. Wenigstens sieht man die Gesichter. Ich möchte dazu erstmal nichts sagen. Vier Tagesthemen: Schulterschluss statt Schaulaufen zwischen CDU und CSU. Samstagszustellung muss ich für, ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Der Brexit und die Scheiterns. Bei Fernsehen, Seite 6, geht es um den Tatort von Sonntag, ist auch normal, ist auch in Ordnung. Und auch Fernsehempfehlung. 7 ist Kultur, das gehört sich so. Dann geht schon Wirtschaft los, das ist eine halbe Seite Kultur. Dann geht es um unterirdische Hochspannungsgasstromwerke. Was auch immer das ist. Und 7 Leute ist in Ordnung. Sport 9, so muss das sein. 10, 11, wir hatten Wochenende, das geht so. 12, 13. Und dann beginnt
schon wieder lokal sein. Hat sich schon ausgelegt. Seite 15, das kann man so machen. Wie gesagt, die Seite 2 ist nicht besonders schön. Solingen. Pflegeprobleme werden. Großzahl der Pflegeplätze in der Stadt wächst. Habe ich nichts mit zu tun. In Olix hat was gebrannt. Eine leerstehende Bäckerei. Fotoaktion Mensch. Ich bin Inländer. Ist Teil der Fire Chefs the Cleanest. Die kriegt Cem Özdemir. Und wenn er sich das so wünscht, dann kriegt er das. Kann ich mal zeigen. Nicaragua verbindet Solingen und Rittersport. Zusammenarbeit im Blick Partnerschaft. Nino Teger liegt nur eine gute Autostunde von der Kakaoplantage entfernt. Ich weiß gar nicht, was hier alles eine gute Autostunde. Ich glaube Frankfurt. Ich frage mich, wie alles. Solingen, ja, Appell gegen Krieg in Syrien interessiert nicht. Kreuzung Eselsweg wird um Spur erweitert. Das ist teilweise eine Hübsche. In der gesperrten Eselsweg sollen Autofahrer bald besser einbiegen können. An der Kreuzung auf der Höher Straße, B229, Höhscheider Weg, Eselsweg, soll sich, hieß früher so, soll sich die Verkehrssituation zukünftig deutlich entspannen, teilt die Stände mit. Deshalb werde eine separate Spur eingehen, das ist auch mehr als genug Platz. Für diejenigen, die von der auf der Höher Straße nach links in den Höhscheider, das ist nicht der Weg, der meistens gewählt wird, aber ich. Zur Vorbereitung darauf wird ab Montag, dem 21. Oktober, bis voraussichtlich Ende November, die auf der Höher Straße in diesem Bereich verbreitert gearbeitet wird, dabei vor allem am fahrbaren Rand und im Gehweg. Verkehrsbeeinträchtigungen sind jedoch nicht auszuschließen. So. Ist allerdings nur so eine kleine Meldung. Dann Sterberate unter den Süchtigen ist gesunken, interessiert mich nicht. Schärfste Klinge Video von Preisträger Özdemir. Der kommt nur mit einer Videobotschaft, ist auch absolut scheiße. Dann hier Zentrum Purata wird später ersetzt. Neuer Direktor verpflichtet zunächst Dienstleister. Das Kunstmuseum baut auf Ehrenamtliche. Es geht um das Zentrum, das ist Gräfrat. Ist auch nicht für Scheiß. Spielzeugmarkt ist Mitte, ist auch nicht für Scheiß. Stadtteile, geht es um eine Malerin, da steht Olix. Autorin erzählt von künstlichen Gebissen, da steht nicht mehr, der Stadtteil dabei. Gräfrat, Mitte, Merscheid. Merscheid ist kein eigener Stadtteil. Und dann kommt der Uber vorbei. Ich finde es schwach. Tschüss.